Hallo! Hi, Timo, alles gut? Ja. Ein paar Fragen? Ja. Soll ich schon anfangen? Ja, voll gerne. Okay. Was ist denn so generell dein Lieblingswitz, also so als Komiker? Ich weiß gar nicht, welcher Witz so. Kennst du einen guten Witz? Nicht direkt jetzt, aber. Ich kenne auch keinen. Aber im Grunde genommen, wenn du so Witzerzähler sind wir nicht. Wir sind eigentlich eher so, dass wir einfach eine Geschichte erzählen und die aus dem Alltag ist und jeder sagt, hey, das habe ich schon mal erlebt oder so einen Typ kenne ich. Was war denn so als Kind so dein Lieblingsbrettspiel oder so? Schach. Ich war sogar im Schachverein, man glaubt es kaum. Ich habe unheimlich gern Schach gespielt. War sogar auf Wettbewerben schon damals in der Schule, mit der Schule. Und da war mal so ein Viererteam und da habe ich gern Schach gespielt. Das ist echt so, das ist ja eher so ruhig, ne? Also man, aber ich habe das echt geliebt. Ich habe gehört, man soll nicht so viele Fragen zu deinen Haaren stellen. Warum? Weil jeder fragt, was für Shampoo, was für Conditioner, also die Mädels, ne? Und so, die fragen das dann immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das kann man ruhig fragen, aber ich meine, wir sind ja Jungs. Aber die Mädels wollen das immer wissen, was für Shampoo, was für nimmst du Kurpackung und tralala. Ich sage ja immer, ein gutes Haaröl ist wichtig. Und was wolltest du ursprünglich werden? Ich wollte ganz ursprünglich, also wollte ich auch mal Arzt werden. Jetzt bin ich auch in einer Art Arzt, also ich bringe die Leute zum Lachen und viele sagen dann immer, das ist auch wie Therapie für die. Also Das war's schon mit den Fragen. super, ich habe auch lange geantwortet, ne? Ja. Aber War du aber machst nicht. das super, ehrlich. Du willst mal, was willst du denn mal werden? Willst du mal Reporter werden, so Ich will richtig? entweder Reporter oder Schauspieler, so in die Richtung Fernsehen. Ja, aber du bist schon so selbstbewusst und machst das so cool. Also ich glaube, wir sehen uns noch mal irgendwann mal. Falls ich dann noch Danke. Comedy mache, dann denk an mich, ne? Dann lädst du Mach mich mal zu ich. deiner Show ein. Danke. Okay, cool. Timo.